Servus zu einem Übungsvideo zu den Satzgliedern. Das ist das zweite Übungsvideo dieser Art. Das erste verlinke ich dir mal hier oben. Fang doch damit vielleicht an. Heute habe ich mir auch wieder ein Arbeitsblatt von 4Teachers runtergeladen. Link in der Beschreibung und hier und auch auf dem Arbeitsplatz. Und das lösen wir jetzt gemeinsam. Wenn du Probleme mit den Satzgliedern hast und echt keine Ahnung mehr hast, was das ist, wie du das findest und so weiter und so fort, hier ein längeres Erklärvideo dazu. Auf geht's! So, und jetzt sind wir hier in unserem Arbeitsblatt und da haben wir jetzt die Aufgabe. Als erstes sollen wir die Satzglieder voneinander mit der Umstellprobe trennen, wie dir zur Umstellprobe, wenn du die nicht mehr kannst. Und danach sollen wir die noch benennen mit den Satzgliedfragen. Zur Umstellprobe mache ich meistens direkt aus dem Aussagesatz einen Fragesatz, weil damit erkennst du eigentlich schon relativ viele Satzglieder. Machen wir das doch mal. Beim ersten Lichtschein der Morgendämmerung erwachte Odysseus und rief seine Leute zu sich. Erwachte Odysseus beim ersten Lichtschein, bla bla. Hast du direkt erkannt? Wir haben also erwachte trennen können. Odysseus erwachte können wir auch trennen und beim ersten Lichtschein der Morgendämmerung. Und jetzt haben wir hier ein und. Und da musst du dir anschauen, ob dieses und nur Nomen verbindet oder ganze Sätze. Trennen wir doch mal diesen Satz in zwei. Beim ersten Lichtschein der Morgendämmerung erwachte Odysseus, Punkt. Odysseus rief seine Leute zu sich, Punkt. Wir haben also hier kein wirkliches Subjekt, aber durch das und kann ich ja das Subjekt des ersten Teils der Satzreihe mitnehmen. Dieses und ist also eine Konjunktion und diese Konjunktion trennen wir auch durch zwei Striche ab. Musst einfach ein bisschen überlegen, mit Übung geht das aber. Rief Odysseus seine Leute zu sich, also zu sich rief Odysseus seine Leute. Na, das machen wir lieber weiter oben, dann sehe ich das besser. Und damit habe ich die alle voneinander abgetrennt. Und jetzt müssen wir die mit den Satzgliedfragen noch benennen. Wann rief Odysseus seine Leute zu sich? Beim ersten Lichtschein der Morgendämmerung, also adverbiale Bestimmung der Zeit oder temporaladverbiale, je nachdem, was deine Lehrerin oder dein Lehrer hier will, dass du hinschreibst. Was tat Odysseus? Aufwachen, guten Morgen. Prädikat, und ich schreibe hier Prädikat 1 hin, weil wir haben ja eine Satzreihe, da ist noch ein zweites Prädikat dabei. Wer oder was tat das? Odysseus ist das Subjekt. Und lasse ich mal raus, was eine Konjunktion ist. Subjekt haben wir im zweiten Teil der Satzreihe nicht, weil das haben wir ja das erste reingezogen. Was hat er denn getan, der Typ? Er hat die zu sich gerufen, also Prädikat 2. Wen oder was hat er gerufen? Seine Leute, Akkusativobjekt. Und wohin hat er diese Leute gerufen? Zu sich, adverbiale Bestimmung des Ortes. So siehst du, wie du mit den Fragen der Reihe nach da durchgehst. Machen wir doch einfach mal weiter. Vor dem Erreichen der Insel mussten die Gefährten eine Meerenge durchqueren. Mussten die Gefährten vor dem Erreichen der Insel? Vor dem Erreichen der Insel haben wir schon abgetrennt. Und mussten? Eine Meerenge mussten die Gefährten durchqueren, also die Gefährten und Meerenge. Ja, und damit haben wir die Satzglieder schon wieder gefunden. Da fragen wir die, wann mussten die Meerenge durchqueren? Vor dem Erreichen der Insel, also eine adverbiale Bestimmung der Zeit. Das könntest du eventuell auch des Ortes sehen, wenn du sagen willst, vor der Bucht. Ja, aber ich denke mal hier, das hört sich nach Zeit an. Was taten die? Die mussten durchqueren. Wir haben also hier eine Prädikatsklammer mit einem Modalverb müssen. Die Gefährten, wer oder was musste das machen? Die Gefährten, Subjekt im Nominativ. Und was mussten die durchqueren? Ein Akkusativobjekt. An der Einfahrt zur Meerenge befand sich ein winziges, felsiges Eiland. Da haben wir jetzt genau den Unterschied. Befand sich ein winziges, felsiges Eiland, also befand sich, haben wir abtrennen können, ein winziges, felsiges Eiland an der Einfahrt zur Meerenge. Ja, damit haben wir die auch schon abgetrennt, müssen wir die bestimmen. Wo befand sich dieses Eiland an der Einfahrt der Meerenge? Also eine adverbiale Bestimmung des Ortes. Was tat das Ding da? Das befand sich da, Prädikat. Wer oder was befand sich da? Das Eiland, Subjekt im Nominativ. Danach geht es weiter mit dem nächsten Satz.
Danach stopfte Odysseus jedem einzelnen Mann das weiche Wachs in die Ohren. So. Stopfte danach Odysseus, kann ich also stopfte danach abgrenzen, jedem einzelnen Mann stopfte Odysseus, jedem einzelnen Mann kann ich das abtrennen, das weiche Wachs stopfte Odysseus jedem Mann in die Ohren und damit haben wir alles getrennt. Also immer die unterschiedlichen Dinge nach vorne und dann merkst du direkt, was los ist. Okay, danach, wann tat er das? Später, danach, also eine adverbiale Bestimmung der Zeit, der hat gestopft, Prädikat, wer oder was hat das gemacht? Der Odysseus, Subjekt, wem hat er das gemacht? Jedem einzelnen Mann, aber da schreibe ich nicht wem hin, sondern ein Akkusativobjekt, Dativobjekt, Herr Lehrer. Dativobjekt, was hat er gestopft? Das weiche Wachs, Akkusativobjekt und wohin hat er das gestopft? In die Ohren. Adverbiale Bestimmung des Ortes. Auf See hat jedes Geräusch eine bestimmte Bedeutung. Hat jedes Geräusch auf See eine bestimmte Bedeutung? Also auf See können wir das trennen, jedes Geräusch und eine bestimmte Bedeutung. Eine bestimmte Bedeutung hat jedes Geräusch auf See. Also immer nach vorne. Machen wir es mal, wo hat es das? Auf See, also eine adverbiale Bestimmung des Ortes. Was tut es? Das hat eine Bedeutung. Prädikat, wer oder was hat eine Bedeutung? Jedes Geräusch, Subjekt im Nominativ. Was hat das? Eine bestimmte Bedeutung, ein Akkusativobjekt. Satz fertig, nächster Satz. Nächster Satz, die Männer banden ihn an dem dicken Mast fest. Banden ihn die Männer? Am dicken Mast fest, also banden, ihn haben wir schon, ihn banden die Männer am dicken Mast fest, jawohl, an dem dicken Mast banden ihn die Männer fest, an dem dicken Mast und fest banden ihn die Männer an dem dicken Ast, ja, hört sich ein bisschen kacke an, aber geht. Also, wer oder was band ihn fest, die Männer, was taten die, die banden ihn fest, haben wir also eine Prädikatsklammer, schreibt die immer gleich hin, wen banden die da fest? Ihn, also das ist das Akkusativobjekt, ja und wo haben sie ihn umbunden? Am dicken Mast ist eine adverbiale Bestimmung des Ortes. All seine Energie schien plötzlich dem Klang dieser zauberhaften Stimmen entgegenzustreben. Schien plötzlich all seine Energie, geht, also schien, plötzlich schien, jawohl, geht. Dem Klang dieser zauberhaften Stimme schien, jawohl, geht. Und entgegenzustreben. Entgegenzustreben schien, geht auch. Okay, müssen wir wieder bestimmen. All seine Energie, wer oder was schien, Subjekt im Nominativ. Was tat es, das schien entgegenzustreben, Prädikatsklammer, bitte gleich eintragen. Wann tat es das, plötzlich, adverbiale Bestimmung der Zeit. Wem strebte das entgegen, dem Klang, Dativobjekt. Erster Teil fertig. Jetzt haben wir noch eine weitere adverbiale Bestimmung, und zwar die der Art und Weise, auch genannt Modaladverbiale. Und die müssen wir jetzt noch zusätzlich bestimmen. Ist aber wieder genau das Gleiche, müssen wir halt fragen, wie? Machen wir es doch einfach mal. Die zwei Sirenen saßen auf einer Anhäufung gebleichter Knochen und sangen kräftig und wunderschön. Das ist es ja schon, wie sangen die kräftig und wunderschön? Das ist das Ding halt. So, also, trennen wir die Satzglieder mal wieder ab. Saßen die zwei Sirenen, jawohl, also die zwei Sirenen saßen auf einer Anhäufung gebleichter Knochen. Knochen? Knochen? Jawohl, gebleichter Knochen auf einer Anhäufung geht nicht. Und jetzt haben wir hier wieder dieses und wie vorher. So. Unser Subjekt ist die zwei Sirenen. Schauen wir mal, die zwei Sirenen sangen kräftig und wunderschön. Also wir haben wieder eine Satzreihe mit zwei Hauptsätzen und als Konjunktion. Und das kann ich also wieder abtrennen. Das Subjekt hier ist auch wieder die zwei Sirenen. Das brauche ich also nicht. Aber machen wir mal weiter. Sangen die zwei Sirenen kräftig und wunderschön geht. Also ich kann nach sangen trennen und kräftig und wunderschön sangen die zwei Sirenen. Also das geht auch. Damit haben wir alle Satzglieder gefunden und jetzt machen wir weiter und bestimmen die. Wer oder was, haben wir ja gerade schon gesagt, ist das Subjekt. Was taten die? Die hockten da doof rum. Prädikat. Wo hockten die rum? Auf der Anhäufung der Knochen. Adverbiale Bestimmung des Ortes.
Und haben wir gesagt, das ist eine Konjunktion, brauchen wir nicht bestimmen. Subjekt im zweiten Satz ist die zwei Sirenen, das fällt raus. Was taten die? Die plärrten da, also sangen. Und wie sangen die? Kräftig und wunderschön. Adverbiale Bestimmung der Art und Weise oder Modaladverbiale. Übrigens, wenn dieses ganze Odysseus-Zeug irgendwie cool klingt und du davon keine Ahnung hast, nee, ich sag nicht, lies das Buch, ich sag, spiel Assassin's Creed Odyssey. Das ist nämlich ein wirklich cooles Spiel, wo du dieses ganze Gedöns nochmal sehr toll erlebst und einfach toll ist. Mein Lieblings-Assassin's Creed, auch mit Black Flag. Aber darum geht's nicht. Weiter geht's. Der Anblick der Vogelfrauen war schrecklich und furchterregend. Okay. War der Anblick der Vogelfrauen schrecklich und furchterregend? Der Vogelfrauen, der Anblick geht nicht. Also dieses ganze Ding müssen wir zusammenlassen. Das haben wir schon getrennt. Schrecklich und furchterregend war der Anblick. Okay, müssen wir nichts anderes mehr machen. Wer oder was war schrecklich und furchterregend? Der Anblick der Vogelfrauen, das ist mein Subjekt. Er war das, das ist mein Prädikat. Und wie war er oder was? Ja, wie war er schrecklich und furchterregend? Das ist die adverbiale Bestimmung der Art und Weise. Vorsicht, das ist nicht ein Akkusativobjekt. Letzter Satz ist jetzt nochmal ein bisschen komplizierter, damit es auch schön ist. Endlich konnten die Männer Odysseus losbinden und mit Erleichterung ihre Wachsstöpsel aus den Ohren nehmen. Die waren schon clever, ne? Also, trennen wir mal ab. Konnten die Männer endlich, also zwischen konnten und endlich, die Männer konnten endlich, die Männer können wir abtrennen, Odysseus konnten die Männer endlich losbinden, jawohl, geht, und losbinden konnten die Männer Odysseus. Vorsicht und, das markieren wir uns mal wieder, überlegen wir mal, was hier los ist, wer oder was konnte Odysseus losbinden, die Männer ist mein Subjekt. Schauen wir mal, ob wir die Männer hier auch in den zweiten Teil reinziehen können. Die Männer konnten mit Erleichterung, also haben wir hier auch wieder so ein blödes Prädikat, ihre Wachsstöpsel aus den Ohren nehmen. Ja, also wir haben eine Satzreihe, aber ohne Subjekt und ohne Prädikat. Können wir ja beides reinziehen und dann weglassen, damit es besser klingt. Aber wir haben also hier eine Konjunktion. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, was wir hier hinten noch trennen können. Mit Erleichterung konnten die Männer, jawohl. Ihre Wachsstöpsel konnten die Männer mit Erleichterung, ja. Aus den Ohren konnten die Männer mit Erleichterung die Wachsstöpsel nehmen, jawohl. Und dann bleibt mir noch das Nehmen. Und das ist jetzt schon wieder tricky. Wir haben ja hier Können als Modalverb. Die können ihn losbinden und die können die Wachsstöpsel rausnehmen. Also dieser Teil der Prädikatsklammer aus dem ersten Satz zieht sich in den zweiten Teil der Satzreihe auch fort. Wir machen jetzt mal die ganzen Bestimmungen und dann siehst du das. Also, wer oder was konnten das tun? Die Männer, haben wir schon gesagt, die Männer fehlt hier und die Prädikatsklammer fehlt hier auch. Wann konnten die das tun? Endlich, das ist die adverbiale Bestimmung der Zeit. Konnten, haben wir schon gesagt, ist die Prädikatsklammer. Losbinden ist die Prädikatsklammer 2. Und nehmen, hatten wir gerade schon gesagt, ist die Prädikatsklammer 3. Wen konnten die losbinden? Den Odysseus, der wurde nämlich gefangen, weil die anderen so hübsch singen können. Wie konnten die das tun? Mit Erleichterung konnten die das tun. Adverbiale Bestimmung der Art und Weise oder Modaladverbiale. Wen konnten die rausnehmen? Ihre Wachsstöpsel, also ein Akkusativobjekt. Im zweiten Teil der Satzreihe, der zweite Hauptsatz. Und wo konnten die das rausnehmen? Aus ihren Ohren. Adverbiale Bestimmung des, vielleicht schreiben wir es richtig, Herr Lehrer, adverbiale Bestimmung des Wortes. So, dieser letzte Satz war jetzt schon heftig, aber du merkst, wie du mit System einfach immer die Satzglieder nach vorne ziehen, um die zu finden und danach einfach die Satzgliedfragen stellen, da schon zur Lösung kommst. Und wenn du ein Und findest, Vorsicht, und überlegen, kann ich das Subjekt und das Prädikat des ersten Satzteiles in den zweiten Satzteil nach dem Und hinterziehen? Dann habe ich vielleicht eine Satzreihe. Und dann muss ich das einfach so, wie wir das gemacht haben, hier Schritt für Schritt bestimmen. Wenn du Fragen dazu hast oder irgendwelche Schwierigkeiten, schreib mir die doch bitte in die Kommentare. Ich beantworte die Fragen gerne. Ich bedanke mich bei der Kollegin oder dem Kollegen, der das hochgeladen hat oder die.
super Übungsmaterial, tolle Geschichte. Dankeschön. Wenn du mehr zu Odysseus lernen willst, spiel Assassin's Creed Odyssey. Oder lies das Buch natürlich, ne? Aber Odyssey ist halt schon cool. Viel Erfolg in Deutsch. Wenn dir das was bringt, mach die ganzen YouTube-Sachen, Like, Comment, Sub, hilft mir und dem Kanal wirklich weiter. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao. Servus.